Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht's weiter mit der Kampagne und mal nicht mit dem Multiplayer, den ich ja jetzt in meinem Geburtstagsstream ausprobiert habe, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist in der Livestream-Playlist, der aktuell, wenn ihr das hier seht, wenn ihr das relativ schnell nach Hochladen des Videos hier seht, dann wahrscheinlich noch als letztes Video, also als aktuellstes und sonst halt ein bisschen zurück. Heute geht es auf jeden Fall weiter mit Barbarossas Kampagne und zwar heute in der Türkei. Offenbar gerade Richtung Heiliges Land ist er unterwegs, Barbarossa, nämlich im Barbarossas Feldzug, wahrscheinlich Barbarossas Feldzug ins Heilige Land. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt an, das ist glaube ich das erste Mal, nee stimmt, hier haben wir auch nicht gegen die Italiener gekämpft, wir haben nur in den letzten zwei Missionen gegen die Italiener gekämpft. Aber vielleicht das erste Mal, dass wir gegen Osmanen spielen, weil ich bilde mir ein, gegen die haben wir, als wir damals Saladin gespielt haben, nicht gekämpft. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was uns erwartet und los geht's. Das Heilige Römische Reich war nun vollständig. Und fürs Erste hatten sowohl Deutschland als auch Italien Barbarossa die Treue geschworen. Doch der Frieden sollte nicht von Dauer sein. Die Kreuzfahrerstaaten in Palästina zerfielen. Der Sarazenenkönig Saladin hatte nahezu alle Kreuzritter aus ihren Burgen vertrieben. Der Papst rief einen neuen Kreuzzug aus, damit das Heilige Land nicht abermals an die Sarazenen fiel. Überraschend stimmte Barbarossa diesem Kreuzzug zu, nachdem er so viele Jahre im Kampf gegen den Papst verbracht hatte. König Philipp von Frankreich und Englands Richard Löwenherz hatten bereits die Überfahrt in den Nahen Osten angetreten. Doch Barbarossas Heer war das größte Europas und es gab keine Flotte auf dem Kontinent, die es zu transportieren vermochte. Der Kaiser würde auf dem Landweg über Konstantinopel und durch das Reich der Türken nach Jerusalem reisen müssen. Konstantinopel war die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches und eine der prunkvollsten Städte der Welt. Dort konnte Barbarossas Heer Rast machen und seine Vorräte auffüllen, ehe es den langen Marsch antrat. Oh, also die Schlacht, die letzte hier von Saladins Kampagne war gegen Richard Löwenherz, die ist also schon passiert. Also wir gehen jetzt hier quasi nach Saladins Kampagne erst in die Richtung von dort, wo das halt gespielt hat, hier im Heiligen Land. Okay, mindestens. Oh, das schaut so aus, als wäre es wieder so eine Mission, wo ich keine Einheiten machen kann, sondern so wie hier bei Genghis Khan seine erste Mission und so eine Mission, die eigentlich immer wie die erste Mission anmutet in der Kampagne. Mindestens 10 Einheiten müssen überleben und das Lager der Malteser erreichen. Hinweise. Es gibt nur wenige sichere Orte auf der anatolischen Halbinsel. Direkt gegenüber von Konstantinopel ist einer der sichersten Anlegeplätze. Zerstören Sie keine gegnerischen Schiffe, die Ihnen vielleicht von Nutzen sein können. Sie können selbst keine bauen. Auf der Reise erwarten Sie viele Gefahren. Möglicherweise müssen Sie auf neue Rekruten in den umliegenden Gebieten zurückgreifen, um Ihre von der Schlacht gezeichnete Armee aufzustocken. Offenbar ist es wirklich eine komplett ohne Dorfbewohner. Ich meine, wir haben auch 0 Dorfbewohner, aber 70 Einheiten. Rücken Sie langsam vor, senden Sie Speer aus und beschützen Sie Ihre Belagerungswaffen und Mönche. Ich glaube, das wäre eine Mission, die mir gefällt. Gefühlt. Natürlich kann ja voll falsch liegen. Und das wird das zweite Einmarsch in China, aber hey. Speer berichten, das kaiserliche Heer ist nach Osten in Richtung des Heiligen Landes gezogen. Um diese gewaltige Armee über die Ägäis zu befördern, wird Barbarossa die Hilfe der Byzantiner benötigen. Transportschiffe sind entweder in Konstantinopel oder Gallipoli zu finden. Patrouillierende sarazenische Schiffe werden die Überfahrt über das Meer nicht leicht machen. Okay, also wir müssen entweder... Moment, blau oder türkis, das ist türkis, aber das ist sicher nicht blau. Das ist eher orange. Oh, das wird das hier sein. Anatolien ist die... Was? Die Seldschuk... Was? Anatolien ist an die Seldschuken gefallen. Ah, ist ein Volk.
Die Straße durch dieses Land ist gefährlich, aber Barbarossa hat keine andere Wahl. Sobald die deutsche Armee aber die Malteser erreicht, ist sie in Sicherheit. Also wir müssen einfach nur hier runter. Und hier können wir Transportschiffe finden. Eure kaiserliche Hoheit, wir müssen das Marmara-Meer überqueren, um das Heilige Land zu erreichen. Es gibt zwei Orte, an denen wir Schiffe abkommandieren können. Schwächlichen Hafen von Gallipoli oder die befestigte Stadt Konstantinopel. Hier Gallipoli. Hier verbündet Johanniter. Meint, der hat aber gesagt, Konstantinopel ist schwächer. Meint, nee. Konstantinopel müsste stärker sein. Nein, aus. Oh, Moment. Konstantinopel verbündet. Geil. Oh. Okay. Ich glaube, ich sehe, was wir tun müssen. Wie viel Reichweite haben die denn? Okay, die haben mehr Reichweite als wir. Mit den Dingern, mit den hier Ognagern. Aber nicht mehr Reichweite als wir hier mit den Tribocken. Deswegen, solange die nicht weggehen, das sind feindliche sarazenische Schiffe. Haha. Haha. Stirb! Hahaha. Sehr schön. Was? Nein. Packen. Sehr gut. Erstes Schiff haben wir schon mal erledigt. Weiter geht's. Mir wurde gesagt, ich soll ja Speer schicken. Ein verlassenes Haus? Nein, es ist ein Hinterhalt der Sarazenen. Oh, shit. Bereite? Heiße? Ja. Oh, ich glaube, ich sollte ich das nicht zerstört werden lassen, oder? Ja. Bereite? Strete. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Wir haben Gott sei Dank auch Priester dabei. Oh, einer der berittenen Speer ist tot. Ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal so ein bisschen um. Wie kommen wir denn hier an die... Hier war aber alles voller Wald. Also wir müssen hier einmal offenbar außen rum. Nein, keine Kreuzritter mehr. Kaiser Barbarossa, ich möchte eure stinkende Armee nicht mehr in meiner Stadt sehen. Kehrt um! Eure kaiserliche Hoheit, wenn wir die byzantinische Flotte benutzen wollen, müssen wir in Konstantinopel einmarschieren. Moment, die Onager, nicht die Onager, nicht die Onager. Die sind ganz gefährlich. Ja, Zerstürme. Hasten? Ja. Ja. Sehr gut. Moment, passive Haltung übrigens erstmal alle. Alle mal kurz passive Haltung einnehmen. Okay, du machst sowieso hier stehen bleiben. Oder nee, nicht angreifen, passiv. So, und jetzt mit denen können wir... Alter, das wird ja hier lustig. Stationieren Sie Einheiten in der Nähe der Hagia Sophia.
Nebenziel bedrohen sie das Weltwunder, indem sie die Nähe Einheiten, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Ja, wo sind die überhaupt? Die Hagia Sophia, die muss ja irgendwo hier drin sein, nehme ich mal ganz stark an. So, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber hey. So, wo werde ich denn angegriffen? Oh, Kanonenturm. Der hat so viel Reichweite, leck mich. Was? Okay, ich unterschätze die Reichweite meiner Tribocke. Scheiße. Gut, wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen was platt. So, ich schätze mal, das wird sogar schon reichen. Ja. Alter, das dauert echt ewig. Okay, ich werde die Onaga hier erstmal so ein bisschen weggeben, weil die Onaga können halt meine Truppen komplett vernichten. Und da ich das nicht möchte... packen. Hier hin. Oh, sehr gut. Oh nein, hier ist noch ein Kanonenturm. Ja. Ja, dass ich soll. Den habe ich nicht gesehen. Ja. So, dann machen wir die Kanonentürme hier auch nochmal kurz weg. Es dauert nur nicht, überhaupt nicht lange. Ich meine, gut, ich habe mir einen Tribok zerstören lassen. Also das war absolut meine Schuld. Aber es hat ausgeschaut, als wäre hätte der nicht so viel Damage genommen. So, packen. Achso, Moment. Halt, bevor du packst. Halt abbrechen. Mal einmal drauf und jetzt packen. Ja, dies war sich so. Sasa, bereite. Ja. Hey, ja. Ja. Was? Das Gebäude lässt sich nicht bekehren. Ich will sie auch nicht bekehren. Ja, dies war. Ich will, dass ihr dies platt macht. Okay, die Onaga bleiben weiterhin in sicherer Entfernung. So, jetzt bin ich gespannt, wo das hier ist. Ich werde hier mal speichern, weil das hat jetzt ewig gedauert, bis das gefallen ist. So. Let's play. 34. Mission ist das schon, die wir ever spielen. Wobei ich das nicht genau weiß. Ich glaube, irgendwann habe ich sogar ein, zwei übersprungen. Von der Speicheranzahl. Ja, ja. Pace? Ja. Das ist low. Pace? Ja. Da ist noch ein Kanonenturm. Hm. Ja. Weniger gut. Pace? Dies war. Das ist low. Ja. Dies war. Ja. Bereit, dass ich soll. Pace? Dies war, dass ich soll. Bereit. Okay, jetzt ist die Frage. Ja, dass ich soll. Pace? Wo ist jetzt hier die. Ah! Moment, nee, das ist eine Burg. Scheiße.
Halt, Moment! Die können das vielleicht bekehren. Ja. Priester. Dass ich so bete. Nein, nicht das! Stopp, packen! Okay, ich glaube, die können doch. Ich glaube, ich kann hier keine Einheiten machen. Wirklich, dass es gesperrt ist, dass ich auch, auch Kasernen und so bekehren kann. Okay. Ihr macht hier mal Kleinigkeiten, während hier die Tribocke mal ganz kurz durch müssen. Sonst wird es mit der Burg hier nämlich so ein bisschen problematisch. Das ist nämlich die Burg und nicht die Hagia Sophia. Das ist eine Universität. Alter, wo ist denn hier die... das Scheißteil? Was? Packen, sofort packen und Rückzug. Okay, die Reichweite. Ich unterschätze die Reichweite von meinen Tribocken so unfassbar stark. Wer macht hier einfach nur irgendwelchen Scheiß platt? Sehr gut. Ich meine, die Onage haben 8 plus 1, die hat aber 8 plus 3, also. Der Rätsel. Was ist so? Ja. Ja. Dies war. Ja. Dies war der Leiter. Und kurz. Ja, dass ich so. Dies war. Ja, dass ich so. Der Leiter. Ja, dies war. Heiße. Packen. Dass ich so. Und alle hierher. Belagerungsonage können langsam nachrücken. So, was ist denn jetzt hier? Los, wo ist diese Hagia Sophia, wo ich meine Truppen hinstationieren soll? Ach, hier! Werd die sicherheitshalber trotzdem mal ein bisschen... Nun gut, Barbarossa. Ihr habt euer Anliegen deutlich gemacht. Bedient euch meiner Flotte, aber nehmt eure plündernden Kreuzritter mit und verschwindet. Hey, Sir. Sehr gut, jetzt sind die wieder verbündet. Nice. Gut. Alles klar, jetzt haben wir auch die Schiffe, die wir brauchen. Ich speichere, wie gesagt, sicherheitshalber nochmal, weil das war jetzt hier doch ein bisschen länger. Ich meine, das hat jetzt hier... Wir sind schon über 15 Minuten an der Mission. Gut, am Anfang habe ich vielleicht ein, zwei Minuten nur gelesen, aber trotzdem. Wow. Ja, das finde ich gut. Das sind Kampfschiffe alles, oder? Schwere Brander... Sehr gut. Das hier auch. Und das hier sind meine Transportschiffe. Sehr gut. Ah, ich hasse diese Art von Missionen. Errungenschaft Kettenreaktion. Oh, das waren hier so Selbstmordschiffe. Ah, ja, ja, ja. Oh. Ja, geil, die haben... Schauen wir mal kurz, ob sich hier oben noch irgendwas befindet. Und wenn nicht... Okay, ich würde sagen, wir geben jetzt mal 3 Schiffe in den... Wobei, ich glaube, wir werden die brauchen, oder? Sehr gut, okay. Möglichst viele in das eine. Oh. Heiße? Ja, nicht alle in eines. Weil nicht, wenn eins zerstört wird, dass ich dann komplett gleich am Sack bin. Deswegen nicht zu viele in eines. Okay, hier oben ist Kartenende, ist gut.
Und das hier sind die schon gebrauchten. Hier ist nirgendwo wer. Ah doch, da sind schon welche drin. Dann last but not least. So, und die letzten kommen das hier rein. So, und eines gebe ich hier in den Balk rein hier. Und die tuckern jetzt einfach mal so mit nur ein, zwei Schiffen als Bodyguards hier nur im Hintergrund. So, da, dann schauen wir mal. Sehr gut. Also sie scheinen hier alle hier um die Küste zu kommen. Moment, wohin müssen wir nochmal? Müssen das Lager der Maltese erreichen. Hier. Was ist nochmal Türkis? Transportschiffe sind entweder in Konstantinopel oder da zu finden. Okay. Okay. Wir gehen mal hier links rum. An der Küste vorbei. Ah. Nein. Greif die noch an. Oh. Hier ist gleich noch mehr Action. Aber gut. Ich frage mich halt, ob es nicht einfacher gewesen wäre, hier hinzugehen, als hier die ganze Stadt platt zu machen von denen. Wahrscheinlich, aber hey. Oh, Moment. Das hier schaut entweder sehr interessant oder sehr tödlich aus. Okay. Ich glaube, das ist einfach nur irgendwas. Moment, aber... Sekunde. Geht's hier überhaupt weiter? Oh ja, hier ist so eine kleine... Nee. Hä? Wenn es hier nicht weitergeht, muss es hier weitergehen. Schauen wir mal. Oh ne, hier geht's weiter. Ne, hier geht's nicht weiter, oder? Geht's hier weiter? Ne, scheiße. Jetzt habe ich gerade alle Schiffe, weil ich mir gedacht habe, hier geht's weiter. Deswegen nehme ich schon mal alle Schiffe und gehe in die Richtung. Ist doch eine Sackgasse. Scheiße. Ich bin gespannt, wie die Karte im Endeffekt ausschaut. Ob hier tatsächlich nur viel Hinterland ist. Oder ob wir tatsächlich hier im Hinterland noch hätten Sachen machen können, hätten wir uns nicht für Konstantinopel entschieden. Aber die haben so eine schöne Challenge geboten. Ich konnte nicht widerstehen. Aber prinzipiell müssen wir jetzt hier an der Küste entlang. Prinzipiell sollten wir eigentlich... Die Teutonen versuchen zu landen. Angriff! Was? Haha. Ein Schiff werde ich übrigens hier noch zur Erkundung hinschicken. Ob es da noch was gibt. Das Feuerschiff ist mehr am Land als am Wasser. Oh. Oh, ein Teil landet hier, der andere Teil landet hier. So, ein Transportschiff brauchen wir schon nicht mehr. Hier sind nur welche drin, hier sind keine mehr drin, hier sind nur welche drin. Hier sind keine mehr drin. Ja. Hier sind keine mehr drin.
Bereite. Pace? Ja. Oh nein. Ja, das ich soll. Bereite. Ja, Pace? Oh nein. Okay, hier ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin. Okay, meine Transportschiffe sind alle leer. Ja, das war. So, die Onaga kommen. Ah, die Onaga können zum Beispiel hier oben den geil angreifen. Hey, ja. Bitte. Oder den einen hier unten. Solange die nirgendwo hingehen. Ja, stated. Bereit, sich dort. Oh, ja, okay, das waren die Onaga. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh! Ja. Das war. Ja. Ja. Ja, das war, was ich soll. Bereite. Pace? Ja. Ja. Bereite. Pace? Ja. Bereite. Ich soll. Ja. 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 Okay, wir lassen mal kurz Pace? Die Mönche heilen. Ich glaube, das ist das Beste so. Ja, hier bin ich gespannt, was hier noch gewesen wäre. Lass uns mal ganz kurz heilen. Wir haben nur mal. Okay, wir haben 52 Truppen. Das ist aber gar nicht so viel. Der eine Mönch heilt den anderen und dann heilt er. Das ich soll. Ja. Den hier und den hier. Okay, wir haben drei Mönche, also wir sollten theoretisch. So, ich glaube, wir sind wieder voll. Ja. Die Onaga, derer haben wir uns auch elegant entledigt. Oh, hier ist ein Leuchtturm oder sowas. Cool. Bereite. Okay, ich glaube, hier lang ist ein besserer Weg, weil hier gibt es offenbar nichts. Schauen wir mal, ob es hier einen vernünftigen Weg gibt. Das ich soll. Bitte. Weil sonst. Wenn theoretisch, vielleicht könnte man sogar hier den. Den Leuchtturm hier angreifen. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, wir brauchen die dann nicht nochmal. Bereite, dass ich soll. Sehr gut. Der ist auch tot. Ja? Ja. Ja, wir sind schon echt nah dran. Es ist nur noch hier runter. Das war. Ja. Das Problem ist, der hat eine Reichweite von 8 plus 3. Und die nur von 7 plus 3. Okay, nein, das ist ein Himmelfahrtskommando. Weg hier. Ich glaube zwar nicht, dass wir die noch brauchen, aber safe ist safe. Pace? Wir schauen noch ein Stückchen weiter hier vor. Ich hoffe mal, hier geht's gleich hier auf diese obere Ebene. Aber das schaut ehrlich gesagt schlechter. Wobei? Hä? Ja? Nee. Nein. Okay. Umdrehen. Bereite, wir gehen in die falsche Richtung, soll. Männer. Ja. Dies war, dass ich soll. Wir gehen komplett in die falsche Richtung. Dammit! Es wäre doch hier richtig gewesen. Aber wer kann das ahnen, dass hier Ende ist? Mein Gute, schaut so aus, als könnte man hier hauptsächlich von links kommen. Also hoffe ich mal hier rüber und dann hier so einen Weg. Da werden wir wahrscheinlich nochmal einmal Ambush haben. Ich glaube übrigens hier. Ich meine, die sind verbündet, aber trotzdem. Glaube ich irgendwie, dass
die auch irgendwie ein Problem. Wahrscheinlich hätten wir für die erstmal hier den Leuchtturm platt machen müssen, aber oder den Wachturm, aber das hätten wir wahrscheinlich mit unseren Tribocken hier einfach zack, zack rübergeschossen und easy wäre es gewesen. Ja, dies war... Was ich soll. Ja, dies war... Oder... Oh. Hey, Sir. Ah. Ah. Der Boden zittert, als würde er leben. Ein Erdbeben! Was? Oh, ein Erdbeben! Alter, wer errechnet denn mit einem Erdbeben auf einmal? Okay, ich meine, mir hat's geholfen, also von daher... Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, die hier oben auszuschalten. Ich werde es einfach sicherheitshalber mal machen. Dass ich soll. Zerstürme. Sasa. Zerstürme. Dies war streitet. Sasa. Ja. Gut. Dass ich soll. Dies war, ja. Alles klar. Dies war... Haben wir uns eine Sache erspart. Und zwar die hier langsam platt zu machen. Das ist eigentlich ganz gut. 10 Einheiten müssen eigentlich ankommen. Wir haben 52. Wir hatten gerade noch 53, also... Aber wir haben auch mit 70 oder 75 gestartet oder sowas. Warum haben wir eigentlich immer noch 74 Einheiten? Ach, die Schiffe zählen auch dazu, stimmt. Pace? Ja, dass ich soll, ja. Streetet. Dies war... Sora. Zerstürme. Ihr geht schon mal Richtung hier des Schlosses, der Burg. Hey, ja. Im Englischen heißt halt Castle. Der Räte? Ja. Räte. Hörda. Hey, Sir. Dies war. Räte. Dies war. Ja. Das ich soll. Dies war. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Beräte. Was ist der... Oh, deren Reich... Oh, Moment. Hey, Sir. Räte. Ja. Was passiert? Räte. Dieses Gebäude lässt sich nicht bekehren. Ah, okay. So, und sobald das Castle hier gefallen ist... Ja, komm, einmal noch. So, beim nächsten Schuss wird es ja schon down sein, entsprechend... Pace? Ja. Ja. Sasa. Der Leiter. Pace? Ich schicke die Tribocke eigentlich immer so um Ecken, damit derweil meine eigentlichen Einheiten ich komplett markieren kann. Das ist so. Ist vielleicht nicht das Allersinnvollste, aber es hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. So, und wir kommen sogar noch mit 53 Einheiten an. Ja, hier die, wobei... Komm, die machen wir auch noch platt. Ja? Ja. Hey, Sir? Ja. Hey, Sir? Streetet. Bereite. Dies war... Ja? Sir Stürmer. Bereite. Hey, Sir? Ja? Sasa. Oh, ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen, hier die Burg, die lassen wir mal ganz gechillt aus. Ja, dies war, dass ich soll. Und dann würde ich sagen, was passiert jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ob wo dieser... Oh. Ah doch, wir kommen hier durch. Ich dachte, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr durch.
Wo ist denn dann der Weg? So. Jetzt nehmen wir hier mal nur drei. Weil ich glaube, das könnte ein Hinterhalt sein. Das Heer von Friedrich Barbarossa. Was ist geschehen? Ja? Ihr seht ja elend aus. Begebt euch zur Burg. Dort findet ihr Obdach. Geräte, dies war... Ja. Bereitet. So. Heiße, dies war, dass ich soll. Wo sind die jetzt? Ja, dies war. Beziehungsweise, wo müssen wir? Ach, hier hinten hin. Ah, hier zur Burg. Hey, ja. Und jetzt stehen hier auch 5. 6, 7, 8. Bereite, dass ich soll. Ja. Und alle angekommen. Sehr willkommen, schön. Kaiser Friedrich. Ihr seid eingeladen, bei uns Rast zu machen, ehe ihr eure Reise ins Heilige Land fortsetzt. Wunderbar. Sehr schön. Das war mal eine coole Mission, muss ich sagen. Ich mag ja solche Missionen, wo man mit fixen Einheiten irgendwie vernünftig wirtschaften muss. Habe ich auch in Age of Empires 3 sehr gemocht. Ja, und damit würde ich sagen, steht unserem, wahrscheinlich, weil das die 5. Mission ist, es gab ja immer 6 Missionen, steht unserem großen Finale wahrscheinlich im Heiligen Land nichts mehr im Weg. Außer derjenige, den wir in der letzten Mission bekämpfen, weil sonst gibt's halt keine Schlacht. Barbarossas ermattete Armee war in der Hitze des Sommers hunderte Meilen durch das Bergland gewandert, als sie auf den Fluss Göksu traf. Unter den Männern machte sich unbändige Begeisterung breit. Barbarossa selbst konnte nicht widerstehen und stürzte sich in das kalte Wasser, ohne zuvor seine Rüstung abzulegen. Fassungslos mussten die überlebenden Truppen mit ansehen, wie Barbarossa ertrank. Einige sagten, der Kaiser habe in seiner eisernen Rüstung unmöglich schwimmen können. Andere glaubten, das Herz des 67-Jährigen habe einfach versagt. Doch ungeachtet der genauen Todesursache, Barbarossas Leben endete dort am 10. Juni 1190. Der heilige römische Kaiser war tot. Tja, all das... Nur um dann zu ersaufen durch eine Blödheit. Ist jetzt auch nicht so schön. Ja. Ich glaube, in so einer Mission ist das hier nicht so wirklich geil anzuschauen, weil, ja. Was ich aber möchte, ist nochmal zur Karte, die komplett. Okay, also hier gäbe es auch, hätte es auch noch was gegeben. Alter, ja, warum sollte man bitte hier rüber gehen? Verstehe ich nicht so ganz. Wobei, wenn man sich erstmal ein bisschen verirrt, könnte ich es mir durchaus vorstellen. Oh, ja? Ich habe übrigens einige Einheiten hier zurückgelassen. Sorry, Jungs. Ich habe euch nicht mehr... Ich habe euch nicht mal... Ja, okay. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass hier oben noch rot war. Okay, also alternativ hätten wir auch hier weitergehen können, anstatt hier... Ich glaube, es war auch so gedacht, dass wenn man hier mal in die Richtung geht, dass man hier weitergeht. Und dann hier sich... Wobei, hier gab es nur Transportschiffe und keine Militärschiffe. Das heißt, man hat wahrscheinlich... Da wäre dann die Aufgabe wahrscheinlich drin gewesen, hier möglichst durchzuschlüpfen, ohne hier zu sterben an den Kanonentürmen und so weiter. Aber so wie es ausschaut, war das tatsächlich der einzig vernünftige Landeplatz. Außer hier. Hier hätte man auch noch landen können. Was wahrscheinlich mehr gedacht war, von Konstantinopel landet man hier und von hier dem landet man hier. Also ich glaube, wir haben quasi die Mission, ich will nicht sagen falsch gespielt, aber nicht ganz so, wie sie gedacht war. Aber hier gab es tatsächlich nur den einen Eingang. Das heißt, hier an diesem Engpass hier mit dem Erdbeben... Gut, dass das Erdbeben man nicht skippen konnte, hätte ich mir eigentlich gedacht, weil das war wahrscheinlich damals relativ aufwendig zu programmieren. So, und genug davon, von dem ganzen Spielanalysen-Sachen.
Nächstes Mal geht's weiter mit der schlafende Kaiser. Wahrscheinlich, ich frage mich, ob wie bei hier bei... wie hieß er nochmal? Hier, genau, Genghis Khan, der Sohn weitermacht oder was da jetzt abgeht. Und seltsamerweise irgendwie bei Genghis Khan, bei Johanna von Orléans und hier bei Barbarossa stirbt die Figur, nachdem die Kampagne benannt ist oder nach der, stirbt die bei der 4. oder 5. Mission. Ich glaube, Genghis Khan ist zwischen der 4. und 5. gestorben. Hier Barbarossa nach der 5. und Johanna auch nach der 5. Also, okay, das ist auch eine Möglichkeit, aber ich frage mich halt, warum das nicht die letzte Mission ist oder die letzte Mission irgendwie dann anders geht. Vielleicht beruht es doch ein bisschen auf historischen Tatsachen und ja. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächstes Mal wieder. War eine coole Mission heute auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal bei Age of Empires 2 sage ich Tschüss, Leute.